Wie ihr unschwer erkennen könnt, sind wir Villager. Ich bin sogar der Rote. Das ist geil. Das passt ja. Wie das der Grüne, das er dir. Der hat die Farben übernommen. Das passt ja übel. Flauschi rosa, Candy gelb. Das ist geil. Wir sind Willis, ey. Wenn wir. Oh, da wird direkt genervt. Wenn wir also wenn wir Aufgaben machen, schalten wir Villager-Fähigkeiten frei. Und es gibt die Hexe. Die Hexe ist der Imposter. Das heißt, einer der Villager ist hier gar kein echter Villager, sondern ein Fake-Villager, der in Wahrheit die Hexe ist, aber als Villager sich verkleidet hat. Diese Hexe kann. Ich will noch nicht spoilern. Die hat verschiedenste krasse Fähigkeiten. Sie kann zum Beispiel, das verrate ich schon, alle in Tiere verwandeln, in Minecraft-Tiere. Also es könnte sein, dass wir jetzt bald ein Minecraft-Schwein sind. Die kann aber auch sich selbst verwandeln. Das heißt, es ist ein bisschen undercover dann auch. Da muss man so vorsichtig sein. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir ein paar Aufgaben machen, denn da schalten wir zum Beispiel das Villager-Bett frei. Und das sorgt dafür, dass die Hexe 10 Sekunden lang keine Fähigkeiten mehr einsetzen kann, was natürlich relativ stark ist. Das heißt, sie kann niemanden verwandeln, ich glaube, keine Kills auch mehr machen und so, ist ganz geil. Deswegen wollen wir jetzt möglichst schnell zumindest erstmal 3 Tasks hinbekommen, damit wir diese Fähigkeit haben. So, ah, der wird hier, es ist halt aber nur ein Imposter, ne? Also es ist sehr, sehr schwer. Also solo in einer 10er-Runde zu gewinnen, klar, du hast natürlich auch sehr starke Fähigkeiten als Hexe, aber ist schwer, ist schwer. Mikrofon aktiviert. Ich hab die Hexe gesehen. Wo? Oh mein Gott. Ich hab auch was gesehen. Was hast du gesehen, Flo? Was hast du gesehen? Ich hab gesehen, das kam, wo der lange Nase hat. Ich hab aber auch noch was gesehen. Ich hab gesehen, dass dieses Video ein Like und ein Abo bekommt. Wisst ihr, was ich gesehen habe? Oh, ach so. Hä? Ja, was denn? Dass keiner tot ist. Das heißt, die Person, die jetzt die Hexe ist, hat wahrscheinlich nicht zugehört, als wir alles erklärt haben. Ich bin die Hexe. Dann oder ist einfach ein schlechter Imposter. Ja, Ebru. Nee, ich bin's wirklich nicht. Ach so. Ja, die Hexe muss schon selbst lernen. Ein paar Buttons drücken, da wird dann was passieren. Wirst du schon checken, ist nicht schwer. Also na, aber vielleicht war es auch ein Move von Ben jetzt wieder. Ja, so ein Meta-Move. Ich glaube, ich habe Gambo schlafen sehen. Ja, ich hab mich kurz hingelegt. Ja, hingelegt. Hingelegt. Ich hab Gambo heute gedacht. Gute Dachgeschichte. Als ob ihr schon so viele Aufgaben gemacht habt. Crazy. Wieso ihr? Du bist ja auch mit dabei. Wow. Ben. Mikrofon muted. Das ist krank, Alter, wirklich. Gambo hat auf jeden Fall schon das Bett. Das ist crazy. Yo. Der legt sich hin, ey. Aber ich glaube, die Hexe kann das auch machen. Das ist halt das Problem. Ich glaube, die kann das von Anfang an sogar machen. Das heißt, warte mal. Das heißt, es könnte sein, dass Gambo, der als erstes das gemacht hat, vielleicht ne, die Hexe ist. Halt mal im Hinterkopf. Na, die Hexe kann das ja auch machen, um undercover zu bleiben halt. Ich kann das halt immer noch nicht. Ich check das gar nicht, weil ich diese ganzen lang, gesteckten Tasks habe, wo man 1 Million Stück ineinander machen muss, ey. Jetzt aber, oder? Immer noch nicht, das ist wirklich illegal. Aber ich finde es so geil, ne, wie man als Villager hier rumrennt, das ist so cool gemacht. Jetzt aber, immer noch nicht. Ich habe doch keine 3 Aufgaben gemacht, das Ganze doch nicht haben. Hier jetzt aber. Da haben wir schon ein paar Mal was gefüllt, das muss doch jetzt so eine Kettentask sein. Oh nein. Was? Nein, Fabi! Da war gerade eine Hexe. Der war doch down. Ich hab auch eine Hexe gesehen. Oh, Fabi ist tot. Wer war das da gerade? Passt auf, wir waren alle in Admin. Auf einmal kommt ein Zombie, verfolgt Fabi. Ja, das ist die Fähigkeit. Fabi war tot. Ich wollte dann reporten, hab dann. Hab ich dann ins Bett gelegt. Also und Lisa, Elina und ich haben geschlafen. Genau. Also ich hab die Hexe bei Storage gesehen. Ja, aber auch der Hexenvillager kann schlafen. Ach so. Okay. Echt? Ich glaube, der hat die Fähigkeit nämlich von Anfang an. Und Gambo war der Erste, der geschlafen hat für uns. Ich sag bloß. Ja, okay, aber ich würde gerne nochmal auf Ben sein Wording von letzter Runde eingehen. Er sagt ja, ihr habt so viele Aufgaben. Ihr. Ja, was heißt denn ihr? Das heißt ja, wir haben viele Aufgaben. Ich habe diese Fähigkeit immer noch nicht. Dann hast du denn dann auf, hast du denn die Hexe schon mal gesehen? Nö, natürlich nicht, weil ich's bin. Nein, ich lag schon im Bett und Ben ist an mir vorbei, der kann es jetzt bestätigen. Warte. Ja, aber die Hexe kann ja auch schlafen. Aber die Hexe war gerade noch in Admin, wo der Knopf gedrückt wurde. Boah, ich hab halt Candy auch nicht gesehen am Ende, ich sag bloß. Oh, okay. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich war mit 8 Leuten in Admin. Nee, ich hab geskippt. Natürlich, ey. Komisch. Wo ist Ben sein Beanie? Hey! Stimmt, mein Beanie fehlt. Wir müssen die Runde abbrechen. Das. Hexe. Stimmt, mein Beanie fehlt, aber es spielt ja keine Rolle. Ich habe hier diesen Villager-Pappkopf auf. Pappkopf? Kann ich ja einen Witz auf Logos Kosten machen, Leute, mit den legendären Logo-Pappköpfen. Ich denke, ich habe hier sogar noch einen. Aber nein, das sieht doch jetzt nicht raus.
So, kann ich jetzt bitte endlich mal diese Schlafenfähigkeit freischalten? Ich will die endlich, meine Güte, es hat aber auch gedauert. Du kannst halt den Imposter dann krass auseinandernehmen, ne? Weil das, du kannst jetzt halt, während eine Person das macht, kann sie keine Fähigkeiten einsetzen. Und da wir aber sau viele Spieler sind, könnte man das natürlich... Ah! Der hat da eine Potion geschmissen. Es gibt die Trap Potion. Die sorgt dafür, dass wenn du da reinläufst, stirbst. Das heißt, wir werden auf gar keinen Fall hier lang gehen. Aber ist ja lustig, wenn wir jemanden sehen, wie er da langläuft. Ah, okay, verdammt. Ich hoffe, Lisa läuft da jetzt nicht rein. Ebro, aber auf die Dinger zu... Oh mein Gott. Da war die Hexe, ich habe die genau gesehen. Oh mein Gott, nein, die wirft Potion. Oh mein Gott, ich bin in diese Trap Potion gelaufen, die eigentlich für Ebro war. Ich bin so gebrochen. Leute, ich hab was gesehen. Oh mein Gott, Elina ist tot in Storage, jemand noch ist tot in Cafeteria und einer war daneben, aber ich hab nicht gesehen, wer. Ich glaube, es war Lisa. Ja, nee. Ich hab Lisa gesehen, ich glaube, es ist Logo. Es ist Logo oder. Ich hab nicht genau gesehen, wer es war. Das muss von unten sein. Das muss von unten gekommen sein. Ich war in der Kamera. Es stand gerade einer in Cafeteria neben der Leiche. Ich glaube, es war Logo sogar. Ja, also Flauschi kam mir vorhin entgegen, wo der Dings an ist, der Alarm. Und da ist ihr der Zombie hinterhergelaufen. Ja. Und also ich weiß, der Zombie, die Hexe kam von unten und ich war in der Kamera, ich habe alle gesehen und... Mann, diese Trap-Potion war für Ebro und ich bin reingerannt, Alter. Nee, du hättest mich sehen müssen. Weil die ist unsichtbar gemacht. Jetzt check ich das erst, die kann sich auch unsichtbar machen. Mit Unsichtbarkeitspotion. Ich habe irgendwas Pinkes gesehen, ich dachte eher Flauschi, aber die ist tot. Also ich habe... Ich habe zwei Leute gesehen. Ja, wo denn? In Cafeteria, rechts. Warte, nee, Flauschi ist in Cafeteria? Nein, guck mal. Ich bin nach Storage. Ich bin gerade bei Navigations oder so. Also in Storage war Elina tot. Ich bin hoch, habe den Button aufgemacht. Wo das GUI off war, habe ich jemanden rechts rumlaufen sehen und eine Leiche. Leute, die haben nur 6 Sekunden. Ich weiß gar nicht, also ich war Lisa safe, glaube ich. Komisch, die anderen können es alle sagen. Boah, ist ein Logo erwischt. Okay, könnte ein Call sein, aber es ist schon ein Random Vault irgendwo auch. Wir gucken. Vielleicht ist das. Vielleicht auch nicht. Es ist richtig. Yeah! Ich hab's immer noch drauf. Sorry, Lisa. Wir sind die Hexe. Okay, wir können schlafen von Anfang an. Wir können uns transformieren. Da machen wir uns zurück zu einem Villager quasi. Wir können... So geile Animation. Wir können uns natürlich in Hexe fahren, ist klar. Aber es ist Cooldowns laufen noch, das heißt, wir chillen erstmal. Wir gehen erstmal hier an Simon Says und entspannen hier eine Runde. So, dann machen wir O2. Bleib ich aber hier stehen. Könnt mich jetzt halt verwandeln und hier einen Double Kill performen, ne? Wenn ich halt hier diese Trap Potion mache, weil so lange dauert das doch nicht, oder? Doof hier wirklich. Es macht halt Sinn, auf Undercover sich zu verwandeln und Trap Potions zu spammen, glaube ich, oder? Ich glaube, das macht Sinn. Aber es ist sehr risky halt, ne? Gerade wenn noch sehr viel. Es sind halt 10 Leute, es sind halt dumm Jamin viele, Alter. Vielleicht Electrical verwandeln into irgendwas? Ja, ich weiß halt auch nicht, Leute, ne? Ich muss mich halt verwandeln für einen Kill, oder? Und hier kommen die mir alle entgegen, das sind so Asoziale, ne? Ja, die haben mich halt alle gesehen und Candy hat mich jetzt auch in der Cam gesehen. Ja, die könnten jetzt hier diesen machen. Zack. Oh mein Gott, habe ich viele Fähigkeiten. Gott, warte mal. Trap Potion, mach mal hier. Oh mein Gott, ich muss Flauschi killen. Nein, das Sackgesicht. Ich muss Flauschi killen. Die hat sich ins Bett gelegt, wie gemein. Aber gleich ist sie raus und dann muss ich sie killen. Weil sie hat mich hier gesehen. Oh mein Gott. Okay, Fabi ist in meine Trap. Okay, nice. Das heißt, wir fahren uns jetzt, ich bin verwirrt, zurück. Wenden. So. Nice, jetzt gehen wir hier lang. So. Gehen wir hier rein. Okay, das ist so gut. Mikrofon activated. Fabi liegt ganz rechts. Am Tisch direkt liegt Flauschi. Warum? Warum Fabi und Flauschi? Aber, Gambo, warum hast du so lange gebraucht zum Drücken? Ich bin zum Knopf hingegangen und hab gedrückt. Er muss doch einen Kill machen. Hey, warum nuschelst du so, Gambo? Gambo? Hä? Ja, der hat gecheckt, dass wir die Maske jetzt immer sehen und deswegen macht er wirklich diese andere Taktik jetzt. Ist das schlecht, wirklich? Er macht jetzt ein Pokerface. Lisa, ich weiß nicht, was du meinst. Gambo, okay, du wirst beschuldigt. Ich bin in Cafeteria reingelaufen und du standest einfach an dem Tisch dran. Ja, weil da ist ein kleiner Delay. Du kannst nicht instant drücken. Ach so. Warten, natürlich, man kann direkt drücken. Ist ja okay. Nein, das ist gar nicht so okay. So. Gambo, was soll das? Die Abdeckung muss doch erstmal hochfahren. Boah, nee. Ist RP, okay, ist RP. Verstehe. Benjamin, okay. Ich muss doch, Benjamin, natürlich. Bei Gambo einschleimen, weißt du? Also wenn du den Button drücken willst, dann ist da erstmal eine Animation, dann fährt die Klappe hoch und dann kannst du erst den Knopf drücken. Oh nee, man kann den instant drücken. Ja, die Animation ist nur bei der Hexe. Nein, kann man nicht. Das ist ein Hexenfeature. Habt ihr das gehört? Was war das? Leute. Hä? Hey! Oh, nein. Wer ist da? Hä? Ist das Fabi, der aus dem Totenreich redet? Professioneller Schwarzwald.
Was hast du gesagt? Hat sie eine Beleidigung gehört? Was? Hab ich gerade beleidigt? Er hat gesagt Gesundheit. So. Microphone muted. Okay, da sind wir schon mal gut durchgekommen. Das war schon mal gut mit der Trap Potion. Das war stark. Aber man hat viele Fähigkeiten. Ich check nix, Alter, ne? Ich Chaggeroni nix, ey. Vielleicht wirklich ein Electrical into unsichtbar, into Trap Potion. So auf Schnell-Yamin-Basis irgendwie. Ganz schnell machen einfach. Zack, jetzt so. Unsichtbar. Trap Potion. Bin ich jetzt verwandelt? Scheiße. Bin ich jetzt verwandelt bei dem Meeting? Mikrofon aktiviert. Ich verstehe. Was? Redet Logo jetzt komplett so? Das ist krank. Kann jemand mal übersetzen? Übersetzt mal jemand? Warte, ich muss in mein Lexikon dafür. Hat der Google Übersetzer ready für Villagerish? Irgendjemand hat getötet, glaube ich. Aber es ist doch keiner. Der Emeralds hat gesagt. Ernsthaft? Nee, der will trade, der will Emeralds. Dieser geldgeile Villager sagt. Lass den rausvoten, diesen geldgeil. Lass ihn mal boxen. Da war sogar der Sound. Was hat er gesagt? Red mal langsam, lang. Jetzt hör mal nicht persönlich, hö! Er lacht, der hat er lacht. Er weint. Also ich glaube, du bist raus, Logo, muss ich ehrlich gestehen. Ich selber. Hör mal auf korrekt für zwei Emeralds. Nee, mit dem Blitzer, sagt er. Boah, gesaved sogar. Dankeschön. Okay, das Problem ist, wenn ich jetzt gemorpht, nicht zurückgemorpht bin, da bin ich ja automatisch jetzt im Arsch. Oh mein Gott, zum Glück. Alter, irgendwas badig. Aber warte, ist die Trap Potion jetzt noch da? Wenn wir Glück haben, wir auf Gambo direkt eine Electric rein. Nee, schade. Vielleicht Ebo, wenn wir Glück haben. Laufen wir vorbei. Vielleicht bleibt die über die Runden. Puh, vielleicht verwandeln. Risk, wir müssen noch Risk taken. Unsichtbar. Potion. Nice. Trap Potion. So. Zurückverwandeln, wenden. Oh, ich weiß nicht. Ich kann halt nicht sub. Boah, mich erschrocken. Ich hab mal schnell gedrückt, weil ich glaube, da ist jemand gestorben in bei Reaktor irgendwo. Ich glaub, zwei! Gambo und Flo. Ah, ich hab gerade überlegt, wer tot ist. Also wer neu tot ist. Also aus der mit Richtung. Mit wem bin ich gerade da hochgelaufen? Voll nicht. Ich glaube, wahrscheinlich irre ich mich. Ich kam gerade von unten. Und Logo war da lustigerweise. Ich hab das Gefühl, gleich switcht er zur Hexenstimme. Boah, das wäre crazy. Revealed, dass er die Hexe war. Das wäre krass. Den Play gönne ich ihn auch nicht. Ich war mit irgendwem bei Electrical. Mit wem war ich in Electrical? Mit keinem von euch? Ich glaube, ich war da, ich bin mir nicht sicher. Wir sind da lang gelaufen am Anfang, aber ich bin nicht bei Electrical rein. Und ich glaube, also ich war mit einer Person bei Electrical, wir haben zwei Aufgaben jeweils dort gemacht. Wir sind beide raus, ich bin nach rechts, die Person nach links und dann bin ich hoch zu Admin, weil da musste ich noch die Kabel zusammen verbinden und danach... Warum diese unnötigen Details in der Story, hä? Ja, das ist übelst ganz komisch. Ja, dann vote mich. Ich hab doch keine angesprochen. Das ist übelst hart, sie versucht doch hier nur den Imposter zu finden. Was heißt das denn? Was sind das hier für Entschuldigung? Nein, das Gefühl... Logo, was sagst du dazu? Der sagt gar nichts ohne 5 Smaragd. Sass, er sagt Sass. Er sagt Sass. Wen sollen wir voten? Noch ganz kurz. Man ist jetzt so irgendwie in der Gefahr. In der Bedrückung. Was drücke ich jetzt? Wen vote ich jetzt? Verdammt. Ja. Oh, oh, drei Imposter hier. Ich hab geskippt. Ich hab dein Leben gerettet, Evo. Ich hab auch geskippt, Alter. Danke. Ja, angeblich alle geskippt auch, ne? Cool. Microphone muted. Ja, waren ja auch drei. Okay, bisher sind wir ganz gut durchgekommen. Vielleicht jetzt nochmal so ein Big Baba Butzenkill. Vielleicht so ein Schneller jetzt. Ein Schnelli. Carelli. Elina rechts hole ich mir jetzt. Ich könnte da doch welche ein Tier. Nein, es hat sie mich gesehen, oder? Ja, ich muss Elina killen, die hat mich gesehen. Ich kann Elina nicht killen, warum nicht? Ich muss. Okay, ich habe ihn ja so gekillt, das war nice. So. Aber was bringt mir das jetzt, dass ich ein Huhn bin? Das bringt mir da gar nichts, oder? So auf Ebo. Zombie. Das ist auch geil. So, warte mal. Ja, das mache ich, Leute. Ich kann auch noch... Was ist das? Ich kann diesen Kill noch machen. Das checke ich gar nicht, weil ich kann da noch ganz besondere Sachen machen. Ich bin jetzt einfach eine Kuh, Alter. Das ist crazy. Oh Mann, ich bin es leid. Was soll der Quatsch denn? Ja, ich meine dich, Ben! Du kannst reden! Hä? Was denn? Wenn das rote Licht leuchtet, dann kann ich sehen, was du da tust. Was denn? Ja, oh, wie am Grinsen ist. Ich sehe es doch von hier. Ich sehe von hier, dass du gerade grinst. Ja, was denn? Du hast vor der Kamera jemanden erledigt, bist dann als Huhn weggelaufen, dann zur Hexe geworden. Nee.
pranken. Nee, Candy will mir Candy will mir was reinschieben hier. Das stimmt nicht. Was? Candy war es nämlich, hab ihn gesehen. Leute, ihr glaubt ihm doch jetzt nicht, oder? Ich hab Candy beobachtet in den Kamera. Es war Ben, Alter. Vertraut Candy mir, ich war es nicht. Der hat sich verkleidet als Huhn. Und nein, dann, Ben war. Mann, scheiß auf die Kamera. Es war Ben war. Nicht geachtet. Scheiße. Ach, guck, auf einmal glauben wir alle. Mann, ey, warum gibt's da doch Kameras? Ich hab versucht rauszufinden, was die Kuh kann. Mann, ich wollte rauskriegen, was diese eine Fähigkeit da oben links ist. Das habe ich nicht gecheckt. Verdammt nochmal, ey. Das ist, diese Tier muss doch einen Sinn haben. Ich glaube, man kann nämlich auch die anderen in Tiere verwandeln. Und das hat dann safe einen Sinn. Da könnte ich mal den Button drücken und so. Mann, ey. Wir haben schon ganz gut geplayt, aber na, dass dann die Kamera an war, das habe ich tatsächlich dann noch nicht gesehen. Da habe ich nicht drauf geachtet. Ich war da zu sehr im Stress. Na, du hast wirklich, sobald du dich verwandelst in die Hexe, da öffnen sich 17 Fähigkeiten, Alter. Ich will flexen. Ich flex instant. Ich hab nämlich vor den Sleep. Ich mach sogar Meeting. Nee, Meeting ist unnötig. Bin safe der Erste, der Sleep hat. Das ist crazy. Und wir verlieren ja einfach. Nee, 15 Sekunden noch. Da ist eine Trap Potion. Ich lass schön die vorgehen, Alter. Dann nicht in diese Trap Potion laufen. Jetzt werde ich instant, pass auf, angeben. Boom, weil ich nämlich so schnell war. Juckt wirklich kein Schwein, dass ich das mache, Alter. Ist egal, ey. Es ist jetzt nicht wie die NPC, kann ich nicht bewegen. Also das mit diesem Potion werfen war saugeil, Zombie war geil, Trap Potion war geil, Unsichtbarkeit war geil. Tiere verwandeln haben nicht so ganz gecheckt. Muss ich mal schlau machen, muss ich ein bisschen lesen. Ja, ich glaube, diese eine Fähigkeit hätte ich nur machen können, wenn ich in der Nähe bin. Das mit den Tieren ist einfach so ein Gag. Also die Hexe kann auch andere. Das wird wieder getrollt, ist das krank. Du kannst halt andere. Schon wieder Lights? Es war doch gefixt. Es war safe gefixt. Ja, du kannst es wirklich, wenn einer trollt, ne? Du kannst es nicht beheben. Das ist krass. Auch wenn du schneller drückst, spielt keine Rolle. Jetzt. Junge, ist das krank. Das ist wirklich respektlos. Dafür sollte mal rausgewortet werden, sage ich ehrlich. Ah, und dieses Transform ist quasi, wenn ich nämlich ein Tier verwandelt habe. Also wurde, eher gesagt. Dann kann ich mich zurückverwandeln. Okay, check. Es ist halt wichtig, glaube ich, schnell einen Double Kill zu machen, mindestens mal, damit hier einfach nicht mehr so viele Leute auf der Map rumrennen. Microphone activated. Leute, Kylie ist tot. Boah, da hat es ja die richtige. Die Hexe ist. Die Hexe ist genau und vor Evo. Mir unten. Bei Electrical und ich habe mich, während sie mich mit so einer Potion abwerfen wollte, in ein Bett gelegt. Ich habe das so schnell gedrückt. Ich weiß nicht, wer. Du bist ja, in dem Bett. Ach, ins Bett. Achso. Boah, nee, damit hast du die wirklich, hast du überlebt? Ja, ich habe damit überlebt. Ich habe meine Maus auch die ganze Zeit unten auf diesem Bett gehabt. Die kam mir gegen. Ich habe da so schnell drauf gedrückt. Das ist ehrlich krank. Wer hat denn bei den Lichtern so rumgetrollt? Ja, ihr alle. Ich habe das versucht zu beheben, richtig. Und ich weiß, dass du rumgetrollt hast. Ich habe komplett reingetrollt. Das war so eine Hilfe. Aber das ist richtig verbuggt, weil auch wenn man schneller drückt und alle aktiviert hat, da geht einfach das Fenster zu, aber es ist weiter kaputt. Das ist nämlich dreimal passiert bei mir. Aber mal da zum Thema, wer ist denn hier wo? Ach, wir wissen nichts, Fabi braucht ja gar nicht rumpokern. Digga, für dieses Hab's vergessen. Hä? Hört man mich nicht? Hallo? Ich wüsste es jetzt überhaupt nicht. Hab's vergessen, Digga, wirklich. Hab's einfach. Elina, du bist mute. Immer vergessen. Nee, lass skippen dann einfach, hallo. Warum jetzt geklaut? Haben wir ja nichts zu sagen. Leute, ich würde vorsagen, dass wir das skippen. Vorsagen? Gambo, du bist mute. Gambo würde vorsagen. Fabi, ich komm gleich vorbei. Dann können wir ja spazieren gehen. Boah, hey, ich hab Gambos Leben gerettet mit dem also Skip. Also, meiner hast du auf jeden Fall bekommen. Ja, meiner hast du auch. Das ist schon ein starker Imposter, ne? Einfach ein Double Kill performt, Alter. Null Chagaroni. Ey, da ist Lisa und diesen Schwein. Mucki, geht immer deinen Arsch weg hier. Da kann ich mal aufstehen. Ich muss das hier mal beheben, ey, meine Güte. So. Lisa rennt da. Kann ich die zurückverwandeln? Nee. Oh mein Gott! Ich bin tot. Bin ich tot oder ist Lisa tot? Ich glaube, Lisa ist tot. Nein, ich bin tot! Oh Mann! Ja, also es geht Reaktor. Oh mein Gott! Flo liegt bei Navigation. Ich dachte, Lisa ist tot. Noch? Kann sein, dass irgendwer tot ist bei. Nein, Benjamin ist tot. Lisa, was hast du gemacht? Logo getan? Ist komplett in der Rolle. Ich sag auch, dass es Lisa war, aber mir hat in der letzten Runde keiner zugehört. Ach, Lisa hat sich selbst verwandelt. Ich dachte, sie wurde verwandelt, hat gar nicht gecheckt. War Candy bei Shields und das muss passiert sein, während die Lichter aus waren. Und Lisa war die Einzige, die nicht da war und sogar gesagt hat, ich gehe da schon gar nicht mehr hin. Lisa ist da als Schweinchen Ben hinterher gerannt. Max sieht mal den Namen. Ja, aber jeder kann sich als Tiere verwandeln. Also. Ja, ja, also jeder kann sich. Ja, das Ding ist, jeder kann sich verwandeln. Aber die ist Ben hinterher gejagt. Ich habe instant den Knopf gedrückt, weil ich dachte, da passiert jetzt was und Ben ist jetzt tot. Also für mich ist das überobvious. Krank, Lisa, wirklich krank. Die dachte, man sieht den Namen nicht, wenn sie ein Schwein ist. Ich hätte das in der letzten Runde schon aufklären können, aber mir hat gar keiner zugehört. Du warst mute, Flauschi?
Ich check nicht, ob Lauschi wirklich mute war oder ob er reintrollt. Das war crazy, glaube ich. Richtig, oder? Ja, klar. Ja!